Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Hardycon hat's tatsächlich gemacht, zwei DLCs im November zu veröffentlichen. Das erste war ja in der letzten Folge, hatten wir ja die Menschen, das KI Volume 8 Package, ja, wo wir neue KI-Menschen und neue Busfahrer drin haben. Und jetzt kam dieser wunderschöne DLC doch sehr, sehr spontan noch raus, der MAN DN95. Und das Ganze sieht schon extrem nice aus. Kostet 12,95 € auf Steam und auf Hardycon. Könnt ihr euch selbstverständlich kaufen. Und natürlich könnt ihr das Ganze später dann auch bei Games Planet kaufen. Wenn ihr das da kauft, dann spart ihr ein paar Prozent und unterstützt unseren Kanal damit. Fänden wir eine richtig tolle Sache, wenn ihr das machen würdet. Wir sind heute hier in Altheiligensee unterwegs hier fahren eine kleine spannende Route. Und wir gucken uns aber hauptsächlich ja nur den Bus an. Deswegen dachte ich, die Karte passt hier ganz gut. Eine Berliner Karte, Berliner Bus. Ja, das ist doch schon mal ein ganz schönes Zeichen. Und wenn wir uns den Bus hier mal so ein bisschen angucken, 12,95 € kostet das Ganze, ist ein sehr, sehr fairer Preis, muss man sagen. Ich selbst bin ja kein großer Fan von Hardycon-Produkten, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich ja immer so ein bisschen so das Gefühl habe, dass die Performance da mal ein bisschen schwächelt. Jetzt ist es ein Bus, ja, also jetzt ist es doch ein bisschen was anderes und anfangs erst gedacht, dass es sich hierbei um einen KI-Bus handelt, aber nein, es ist ein komplett fahrbarer Bus. Wenn wir uns die Qualität angucken, müssen wir schon sagen, sieht das schon sehr, sehr, also die bestimmte, wie zum Beispiel Scheinwerfer und sowas, ist schon sehr scharf, aber das MAN so ist so ein bisschen unscharf. Und was mir persönlich richtig bitter aufgestoßen ist, ist das hier oben. Das ist sowas von leider unschön. Hier oben sehen wir das Ganze, ja, und das Ganze ist hier hinten auch nochmal. Das sind eigentlich Blinker, ja, oder so zum Beispiel Zusatzlichter für vorne. Ja, die sind hier leider nicht als 3D-Objekt verbaut, sondern sind hier eigentlich nur raufgeklatscht als Repaint. Das ist ein bisschen schade. Da hat man doch eigentlich gesagt gehabt, dass man sich da extra Leute noch irgendwie gesucht hat und man hat das Ganze fotografiert und hat gemacht und getan. Und dann passiert leider solche Kleinigkeiten. Auch hier zum Beispiel merkt man, es ist die Textur relativ unscharf, das Ganze, das für einen Payware-Bus halt doch, muss man sagen, eigentlich gar nicht so geil. Sonst haben wir hinten auch wieder die ganzen Scheinwerfer und hier ist natürlich alles wieder super knackscharf. Ja, hier unten sehen wir zum Beispiel ABB Henschel AG und das ist ein Bus, ja, ein Berliner Traditionsbus, der war oft im Betrieb. 2010 war dann sein letzter Stichtag gewesen, da wurde dann rausgenommen und wir werden uns, wie gesagt, das Modell heute mal anschauen und ihr könnt ja gucken, ob euch das Ganze gefällt und ob ihr dafür 12,95 € ausgeben möchtet. Und deswegen würde ich sagen, wir haben soweit alles schon vorbereitet. Heute allerdings mal ohne Track-AR. Wir werden hier die ganz normalen Schultertasten mal benutzen, um das Ganze halt ein bisschen einfacher zu machen. Ich muss sagen, Heiligensee bin ich noch nicht groß gefahren. Von daher müssen wir jetzt hier gleich mal unsere Hilfspfeile benutzen. Und kriegen wir schon irgendwie alles hier hin, würde ich sagen. So, wir müssen aber natürlich hier noch mal eintippen. Hier oben haben wir natürlich hier unseren Fahrplan. 27 von Altheiligensee nach Falkenplatz. Das ist aber eine Karte noch aus OMSI 1 Zeit, Alter. Das ist Wahnsinn. So, wir sind auf der 027 00 00. So, und hier haben wir 00, ich glaube 2 war das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Müssen wir mal gucken. Altheiligensee. Nein, das ist falsch gewesen. RBL. Müssen wir nochmal hier. Das stimmt. Und hier müssen wir 001 eintippen. Ja. Und jetzt stimmt das Ganze auch. Ha. Ja. Bin gespannt, wie euch das Ganze gefällt hier, der Bus. Ich fand so erste Fahrten, die ich jetzt damit schon gemacht habe. Ich muss sagen, ist jetzt nicht meine erste Fahrt. Gab so ein paar kleine Problemchen. Bin ich gar nicht so glücklich. Aber es war jetzt nicht wegen OMSI, sondern das war jetzt eher. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich
Oder warum will er nicht? Mal kurz mal aufwärmen lassen. Ja, war ein PC, der hat hier gerade ziemlich gemuckt und das ist ja immer so ein Grausen, wenn du nicht weißt, was es ist. Und das kann ganz schön ärgerlich werden. So. Auch hier, ne, wunderschön hier die Türanimation. Ja, können wir uns ja auch mal reinbewegen und können uns das Ganze mal von innen anschauen. Ja, also auch hier sehen wir, ist die Qualität des Add-ons schon sehr, sehr, sehr klasse. Ne? Es ist, man kann alles lesen, Fahrscheine bitte hier entwerten. Also die ganzen Texturen hier im Bus, die sind hier eigentlich ziemlich cool geworden. Ne, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, mit der Beleuchtung, hier der Hämmerchen, wir können natürlich hier auch die Fenster öffnen und schließen. Wir können auch oben sitzen, selbstverständlich. Wir haben mal Faltenplatz. Jetzt uns hier mal so ein bisschen so durchbewegen. Hier ist natürlich ein bisschen wie unscharf. Das sind immer so Sachen, ja, das ist immer echt schade. Warum? Auch passt es farblich gar nicht zueinander, so wirklich. Und auch die Sitzposition ist, achso, wir sitzen hier, okay. Aber sonst hier ne, schön abgegriffen, so wie es gehört für ein älteres Modell. Und ja, jetzt sitzen wir mal oben. Auch hier, ne, muss man schon sagen, ist schon hübsch. Hier oben haben wir noch den Spiegel zusätzlich. Ja. Also wer es braucht. Hier oben haben wir noch Panoramadach. Und sonst, ja, sitzen wir hier wieder beim Busfahrer. Auch hier können wir die Türen wieder auf und zu machen. Ja, und könnt da dementsprechend wieder machen. Aber sonst gibt es, glaube ich, nicht groß viel zu erzählen hier über den Bus. Kennt man ja, eine MAN-Dashboard ist jetzt nichts Bewältigendes. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unser Temperaturmesser, den wir hier einstellen können. So. Einfach mal gedrückt hier, dann geht das schon automatisch hoch. Und ja, mehr gibt es hier an der Stelle nicht zu sagen. Und du bist uns jetzt reingefahren? Nö, du bist uns nicht reingefahren, aber er wartet schon. Deswegen werden wir uns mal von dannen. Wir haben nämlich auch schon Verspätung. Ja, PC, das war wieder eine schöne Kunst gewesen. Da hätte ich schon wieder gerade. Und wenn du nicht weißt, wo der Fehler da liegt, dann ist das ein richtiges Graus, ja. Gott sei Dank konnte ich das Problem denn doch feststellen nach gefühlt 2 Stunden oder sowas. Und dann ging das Ganze. Guten Tag. Guten Tag. Hat ja keine Ansagen, das ist ein bisschen schade. Ja, also ihr hört, ne? Vom Sound muss ich sagen, hört sich ganz gut an, fährt sich sehr, sehr angenehm, halt wie ein ganz normaler Doppeldecker halt, und man muss schon sagen, ist eine coole Sache. Jetzt haben wir einen weiteren Doppeldecker hier, endlich wieder in der Lotus-Familie mit, Lotus-Familie sage ich, in der Omsi-Familie mit drin.
Und finde gerade für Berliner, also meine Wenigkeit, hallo, ein absolutes DLC, wo man sagen kann, das ist schon fast schon mit Pflicht-Content, wenn man sich X10 holt. Und ich finde auch, wie gesagt, den Preis von 12,95 oder sowas, was das Ganze kostet, ist ein sehr fairer Preis. Ist jetzt nicht das beste Modell, was man bekommt. Und ich glaube auch, wir werden irgendwann mal vielleicht Repaints dafür bekommen, die deutlich besser aussehen. Ja, vielleicht gibt es dann auch noch die ein oder andere Mods, die zum Beispiel gerade das mit diesen Lichterchen da oben da irgendwie in den Griff bekommt. Ich weiß nicht, warum das nicht mit dabei ist oder warum man das halt nicht noch dazu gemacht hat. Wenn sich dabei schon irgendwas gedacht haben, ja, dass es nicht dabei ist. Aber so an sich seht ihr, der Bus funktioniert ohne Probleme. Es fährt sich echt angenehm. Marke Doppeldeckerbusse, aber es gibt halt so wenig Karten, wo man halt diese Busse zum Beispiel einsetzen kann. Halt irgendwelche Brücken immer über drin sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die nächste Leitstellenfahrt macht oder sowas, dann kann man halt diesen Bus eventuell dann auch benutzen. Also ich finde ihn persönlich relativ entspannt, relativ cool und ist endlich mal ein DLC, wo ich sage, okay, da hat Harleycon mich tatsächlich mal so ein bisschen überrascht. Qualität, wie gesagt, da kann man jetzt streiten. Das muss jetzt ja, den jeder selbst sehen. Ich finde es ein bisschen schade. Wie gesagt, da geht ein bisschen was flöten davon. Wenn man es hätte gleich richtig gemacht, dann wäre vielleicht das Ganze ein bisschen aufwendiger. Es kam mir halt einfach, es kam auf einmal zu schnell, muss ich sagen. Ich glaube, es war irgendwann letzte Woche, wo das Ganze dann ja aufgelöst. Wir hatten das Ganze in den News gehabt, dass ja hier das Harleycon hier einen Bus geplant hat, den sie ja machen und schon ewig aufgeschoben haben und so weiter und so fort. Dann hieß es auf einmal, ja, der Bus kommt noch im November und dann auf einmal war er schon da mit der Meldung, ja, Steam ist nicht so schnell gewesen und wir müssen leider noch ein paar Tage warten, bis der Verkauf war. Verkauf startet und auf einmal, zack, war er da gewesen. Also das ging alles, war ein bisschen undurchsichtig gewesen. Man hat hier irgendwie gefühlt versucht, diesen DLC rauszudrücken. Also so kommt es mir persönlich vor. Aber wie gesagt, das kann auch einfach nur eine Fehleinschätzung sein. Vielleicht arbeiten die schon länger an dem DLC und dann, ja, jetzt haben sie denn doch, wollten sie den unbedingt im November noch veröffentlichen. Ein paar Tage wären es noch gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt aufwendig gewesen wäre, aber sowas fällt halt doch negativ auf. Aber da könnt ihr gerne eure Meinung zu posten, was ihr davon jetzt sagt, haltet. Ja, seht ihr das jetzt genauso oder bin ich da jetzt eventuell nur zu pingelig? Dann nutzt die Kommentarfunktion. Aber wie gesagt, wir reden hier von Geld. Wenn es ein Freeware-Bus ist, ist es was anderes, sehe ich. Ja, es gibt deutlich Busse mit besserer Qualität, sage ich mal, welche denn umsonst ist. Das ist immer so meine Einschätzung. Klar, es gibt Payware-Busse, die kann man auch wirklich in die Tonne treten. Nicht zuletzt von einem DLC, der jetzt vor kurzem erschienen ist, wo der Bus enthalten war. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, geht das Ganze hier schon vollkommen in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, sollen wir mal gucken. Falkenplatz. Das ist eigentlich eine schöne kleine Karte, die man immer wieder mal so ein bisschen
fahren kann. Ich suche ja immer noch so eine Karte, wo man am besten Busse vorstellen kann. Ich finde halt, Windhof ist jetzt nicht gerade so die Karte, die man jetzt so nehmen kann, aber hier so, ne? Reinickendorf, das ist schon vollkommen in Ordnung. Das ist auch ein bisschen Fahrzeit, das ist ein paar mehr Haltestellen. Ah, dieses Fieb, das ist so genial, ja. So, damit haben wir auch schon den Faltenplatz wieder erreicht, haben jetzt 11 Minuten Pause. Ich glaube, das ist eine Karte, die muss ich mir im BBS holen. ja, also wie gesagt, viel zu sagen gibt es natürlich nicht. Es ist ein Bus, wie ja, viele andere Busse auch. Es ist ein Doppeldecker, das, was natürlich ein bisschen doch wieder den ganzen Bus wieder aufwertet. Also neben dem DL, den wir jetzt ja haben, diesen Lion City Doppeldecker und natürlich den älteren Modellen, die natürlich von OMSI mitgeliefert werden, haben wir jetzt also noch den MAN DN95 als Traditionsbus in wunderschönen BVG Repaint. Das Repaint, wie gesagt, da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachlegen und eventuell, ist nur so ein Tipp von meiner Seite her, dass man das Ganze hier oben halt nochmal wirklich bearbeitet und das Ganze vielleicht dann als 3D-Objekt hier nochmal mit reinnimmt. Aber sonst muss ich sagen, haben wir hier drinnen eigentlich einen wunderschönen Bus eigentlich mittlerweile wieder, den man sich hier auch mal gut anschauen kann. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, so, nee, um Gottes Willen, also das kommt mir gar nicht in die Tüte. Dann, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht abgeneigt, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich jetzt hier dafür das Geld ausgegeben habe. Und ich denke mal, den werden wir wahrscheinlich jetzt wohl noch ein bisschen öfter mal im Einsatz sehen. Denn ich bin ja so ein Fan von älteren Modellen. Ich mag ja diese neuen Bussen, ich wisst ihr ja. Wenn er mich jetzt schon eine Weile verfolgt, dann wisst ihr das Ganze ja, also ich mag es doch lieber nostalgisch und da hier kann man dazu sagen, dass man hier schon von nostalgisch reden kann. Ja, also meine Einschätzung ist, ja, man kann es auf jeden Fall empfehlen, für 12,95 macht man hier auf jeden Fall nichts Falsches. Geht besser, natürlich, ja, vielleicht könnte man da noch mal ein bisschen was am Preis vielleicht noch rütteln, das wäre noch eine Alternative, wenn man das Ganze so lässt. Oder wünschenswerter natürlich ist, wenn man das Ganze vielleicht dann nochmal ein bisschen nachpatcht und dann das Ganze nochmal ein bisschen runterzaubert. Das wäre natürlich mein Traum, dass man das Ganze macht. Aber Halicon hat mich tatsächlich überrascht hier mit einem weiteren neuen DLC. Und endlich mal ein DLC, wo ich sage, so finde ich cool, finde ich toll. Und ja, damit ist die Folge eigentlich auch schon zu Ende. Ich habe euch den Bus gezeigt und nutzt die Kommentarfunktion, schreibt eure Meinung dazu. Ich bedanke mich hier recht herzlich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn wir uns zur nächsten OMSI-Folge hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.